Und als dritten und letzten in dieser dritten und letzten Runde. Der letzte, der sich angemeldet hatte, er ist nämlich gestern erst auf die Liste nachgerückt. Aus Wetzlar, Stefan Dörsing. Hi. Da gehen direkt Leute. Ich kann es verstehen. Ich würde auch gehen, wenn ich könnte. Ich muss leider hier rumpimmeln. So. Das macht mich nervös. Tut mir leid. Ich werde sehr nervös, wenn Dinge neben mir stehen, zu nah an mir dran, solange es keine Menschen sind. Ich habe einen Text dabei mit dem sehr euphemistischen Titel Drei beschissene Dinge. Es geht mir um drei beschissene Dinge, die mir auf den Magen schlagen wie der Duft einer Pissrinne. Das hier ist gärender Unkroll gegenüber schlechter Musik, dem Leben an sich und Wohlstandskrüppeln inhaltlich. Ich war schon immer der Meinung, man kann sich über Musikgeschmack streiten, wenn man Geschmack hat. Das Problem ist nur, hi, ich bin der Gino und höre alles querbeet, so, hi, ich bin Sandro und höre am liebsten Radio, hi, ich bin Student und ich habe einen sehr, sehr, sehr ausdifferenzierten Musikgeschmack, ich höre so Hip-Hop, Trip-Hop, Brit-Pop, Tip-Top, Pop-Rock, Deutsch-Rock, Folk-Rock, Chord-Rock, Jazz, Dance, Trance, Fans, Elektro, Techno, Indie, Behindi, Funk, Punk, Ska und Schlager, ah, Tokyo Hotel, Lupus und Shakira, klingakustisch nachnehmen, Arschrasierer, atemlos, sag was denn bloß, denn die gute alte Fischer stellten die USA als Massenvernichtungswaffe sicher. Crow labert so viel Kack, der ist der mieseste Abtörn, der ist so egal, dass nicht einmal die NSA ihn noch abhören. Die Musik ist im Grunde ihrer selbst von Herzformat. Das ist auch oft der Grund, warum ein Vers Form hat. Ist man sorghaft, kann man sein Kummer darin ertränken. Weiß man nicht weiter, hilft sie manchmal beim Denken. Aber heute höre ich bei ihr sehr oft weg und meistens gar nicht mehr zu. Weil das Pop misst und Titten in Videos wird noch lange kein tragender Schuh. Drei beschissene Dinge, die mir auf den Magen schlagen wie der Duft einer Pissrinne. Das hier ist gärender Unkroll gegenüber schlechter Musik, dem Leben an sich und Wohlstandskrüppeln inhaltlich. Fun Fact. Ruhe ist ein Anagramm von Hure. Klasse, oder? Knaller. Du hast das Gefühl, dein Leben ist im Urlaub. Und nicht nur das, es geht dir sogar fremd. Bleib bei mir, geh doch weg, du alte Fotze, ist was du gerade denkst. Du fühlst dich alleingelassen und verarscht und betrogen vom Leben. Und dann immer diese Sprüche. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Wenn ich meinen Traum leben würde, von letzter Nacht, dann wäre deine letzte Nacht deine letzte Nacht gewesen. Aber heute willst du es anders machen. Nochmal so, so wie mit Anfang 20, denkst du dir, scheiß auf alles. Fuck the police, niemand fickt mit den verdammten Fickern. Verfickt nochmal, denkst du dir, du ziehst dir was an, du ziehst dir was rein, dann ziehst du ab. Ab in den nächstgelegenen Club und wer steht da an der Bar? Hä? Deine Mutter. So. Nee, an der Bar steht dein Leben. Du siehst dein Leben an der Bar stehen und Wodka saufen. Du gehst hin und fährst dem Leben durch die Haare, dann streichst du dem Leben eine Strähne aus dem Gesicht, dann schaut ihr euch lange an und dann knutscht ihr wie zwei wild gewordene Wildschweine. Ihr feiert die Nacht durch und geht dann zusammen nach Hause. Dort wirst du dann noch vom Leben gefickt und dann wacht ihr nicht nebeneinander auf. Das Leben ist wahrscheinlich mal wieder Zigaretten holen. Oder so. Enttäuschung von enttäuschen bedeutet im Grunde auch nur Demaskierung. Drei beschissene Dinge, die mir auf den Magen schlagen wie der Duft einer Pissrinne. Das hier ist gärender Unkroll gegenüber schlechter Musik, dem Leben an sich und Wohlstandskrüppeln inhaltlich. Sternzeichen? Bist du Spacko. Mit Aszendent 50 Cent. Du hast Ähnlichkeit... Ja.
Du hast Ähnlichkeit mit Türen, die nicht aufgehen, denn du bist verklemmt, eine Banane, die nur eine schwarze Stelle hat, die wirfst du weg, weil Rohkost für dich nur Trash bedeutet. Du hast ein riesen Ego, du sagst, dein Kühlschrank zeigt sogar Bofrost, was Fresh bedeutet. Du bist ein richtiger Luxuskrüppel, denn ich weiß, was er hat. Die Konsistenz deines Gemüts gleicht Kleister und Lack. Läuft mal kein Fußball, wirst du heiser und schwach. Geht dein iPad mal nicht, bekommst du Depression. Guten Tag, du bist ein Wohlstandsopfer. Ich habe gestern bei Amazon bestellt und trotzdem ist es heute immer noch nicht da. Ich war bei H&M, bei New Yorker, bei C&A und bei Primark und trotzdem musste ich überall bezahlen. Dieses Wah-Piano ist wirklich das allerletzte. Da wird man noch nicht einmal mehr bedient. Dein Horizont verkommt gekonnt, wird er doch alltäglich eklig zugebombt. Was du weitergibst, solange du deine Leier schiebst, sind stumpfe Parolen gegen Polen, denn du findest schon, jeder muss arbeiten, aber nicht unbedingt zum Mindestlohn. Aus zu großem Wohlstand entsteht seelischer Notstand. Der Verfall der Musik ist nur ein Indiz für das Hässliche, Oberflächliche, was in unserer Gesellschaft geschieht. Denn die Frage und Bedeutung von Werten, wie man sie uns gab, wie wir sie einst lehrten, ist ein Indikator für das Befinden auf Erden und beziffert, was wir morgen schon erben. Dankeschön. Stefan Görsing. Hip-Hop, Trip-Hop, Brit-Pop, Tip-Top, Pop-Rock, Deutsch-Rock, Folk-Rock, Chord-Rock, Jazz, Dance, Trance, Fans, Elektro, Techno, Indie, Behindi, Funk, Punk, Ska und Saga, Tokyo Hotel, Lupus und Shakira, Klingerkuss, ich nachnehm, Arsch, Rasierer, atemlos, sag was denn bloß, denn die gute alte Fischer stellten die USA als Massenvernichtungswaffe sicher. Crow, labert so viel Kack, der ist der mieseste Abtörn, der ist so egal, dass nicht einmal die NSA ihn noch abhören. Die Musik ist im Grunde ihrer selbst von Herzformat. Das ist auch oft der Grund, warum...